Weiter geht's in der Regionalliga Bayern. Ja, wir haben so ein bisschen den Anschluss in der Liga verloren an die Tabellenspitze. Umso wichtiger ist es, dass wir heute gegen eine Mannschaft, die vor uns steht, vor allem gewinnen. Und so dann diesen Anschluss wieder wahren, denn es ist ja unser Ziel, schließlich aufzusteigen. Das darf man ja nicht vergessen. Demnach muss da jetzt sich langsam wieder was tun. Und ich bin gespannt, ob unser Team da wieder Konstanz bekommt und in die Spur zurückfindet. Natürlich werden die Tore gewinnen. Vielleicht irgendwann 2016, jetzt aber nicht. Ja, und damit auch herzlich willkommen, endlich mal wieder einen Fußballmanager-Part. Gut, waren jetzt nur ein paar Tage ohne, ne, aber ich weiß, ihr kleinen Freaks, ihr habt euch schon gefragt, wann er wieder kommt. Ja, und wie schon in New Super Mario Bros. U angekündigt, werde ich euch erstmal für die nächsten Tage hier bei FM, bei New Super Mario Bros. U und auch bei FIFA begleiten. Heute eben in der Partie gegen den SC Eltersdorf, den Tabellenzweiten momentan, den es auf jeden Fall aus dem Weg zu räumen gilt. Vergesst bitte auch nicht unser Gewinnspiel, das gilt nach wie vor, obwohl jetzt ein paar Tage nichts gekommen ist. In Partnerschaft mit Soccer Lobby haben wir eben dieses Gewinnspiel am Laufen und es ist eure Aufgabe, einfach zu zählen, wie oft ich bzw. wir in dem Let's Play Soccer Lobby sagen. Derjenige, der am nächsten dran ist, gewinnt eben ein Soccer Lobby Fanpaket. So. Erster Schuss. Oder erste wirklich gefährliche Aktion. Wir scheitern hier an Aluminium. Dolitz hier auf Hölle, aber das war ein schlechter Pass. 15 Minuten sind vorbei. Es beginnt schon mal. Ja, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Ja. Ja, es beginnt schon mal scheiße, das kann man auf jeden Fall so sagen. Der SC Eltersdorf geht hier in Führung. Nach diesem Volley-Schuss und damit stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Habe ich mir jetzt hier anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, was will man machen, ne? Gestern allerdings und vorgestern, um ein bisschen off-topic zu reden, kam ja der DFB-Pokal, die dritte Runde vor der Winterpause. Bayern hat sich durchgesetzt, der BVB, aber es gab auch Überraschungen wie Offenbach beispielsweise. Auch Bochum hat es geschafft, die sie so langsam aber sicher auch wieder fangen. Auch in Liga 2 haben die jetzt ein paar gute Spiele eingefahren. Besonders BVB hat Hannover weggeklatscht, das hätte ich so nicht gedacht. Viermal hat der BVB bislang gegen Hannover 96 spielen müssen im DFB-Pokal. Viermal haben sie verloren. Und dann hier so ein 5:1, also das war schon eine Bombe. Und was auch Bombe ist, ist die Auslosung. Denn im Viertelfinale nach der Winterpause kommt es zum Duell Bayern gegen Dortmund. Ein vorweggenommenes Finale, oder das vorweggenommene Finale letzten Jahres. Das ist schon heavy. Und da die Bayern in der Saison eigentlich abgehen, zumindest in Deutschland, in der Champions League sind die Leistungen eher so mau, aber in Deutschland gehen die ab, wird es schwierig für den BVB. Ich als Schwarz-Gelber hoffe da natürlich, dass sie trotzdem an dem Tag was reißen. Aber wenn man ehrlich ist, wird das schon kompliziert. Gut, in der Bundesliga gab es ein Unentschieden zwischen den beiden, auch in München. Vielleicht ja jetzt auch diesmal, vielleicht wird es auf den Gipfel getrieben, vielleicht wird es ein Glücksspiel im Elfmeterschießen, man weiß es nicht. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf dieses Duell, wird mit Sicherheit auch übertragen werden. Also da sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Doch zurück jetzt hier zu diesem Spiel. Nach 41 Minuten gleichen wir endlich aus durch Tony Gay J. Daniel Bryan. Tor! Super! Nur ob das im Soccer Lobby Live, Digga, auch gezeigt wurde, dieses Tor? Damit sind wir zu einem psychologisch wertvollen Zeitpunkt zurück im Spiel. Als ob der Zeitpunkt des Spiels jucken würde. Wir haben auf jeden Fall wieder Anschluss gefunden, aber ein Unentschieden bringt uns de facto nichts. Wir müssen da wirklich hier die 3 Punkte holen. Ich bin gespannt, ob wir das in Hälfte 2 schaffen können. Wir haben auf jeden Fall gedrückt. Es wäre nicht ganz unverdient. Eltersdorf war einfach eiskalt. Und sind dann damit so in Führung gegangen. So. Dann wagen wir uns mal ran an Hälfte 2.
45 Minuten haben wir noch Zeit, um diesen Heimsieg hier einzufahren. Aber erstmal schießt Eltersdorf das 2:1 und so wird es natürlich umso schwieriger. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit sind ja die Pläne eigentlich wieder komplett umgeworfen. Das ist jetzt hier nie so optimal. Vielleicht sollten ich und Minky mal wirklich mit den Jungs von Soccer Lobby reden. Das sind so FM-Suchtis. Haben mal zu uns gemeint, an der Taktik könnte auf jeden Fall was gemacht werden. Und die sei nicht so optimal angeblich. Ja, vielleicht wäre das mal eine Alternative, dass wir überhaupt endlich mal vom Fleck kommen, beziehungsweise auch dann irgendwann mal aufsteigen. Mit Panky waren wir dann in der zweiten Saison letzten Endes erfolgreich und haben den Aufstieg geschafft. Hier sieht es momentan leider nicht danach aus. Stattdessen schaut es hier eher nach einem dritten Jahr in Liga 3 aus. Was wir jetzt alle eigentlich nicht so haben möchten. Aber es sieht ganz danach aus und es ist 3:1 für Eltersdorf. Und ganz ehrlich, hier werden wir keine drei Tore mehr schießen. Ich werde jetzt natürlich hier mit Wechsel nochmal versuchen, das Beste rauszuholen. Vielleicht noch ein Unentschieden, aber darüber hinaus sieht es natürlich nicht ganz so gut aus. So, Wechsel sind damit vollzogen. 60 Minuten vorbei und wir mit dem Rücken zur Wand. So, Ball gegen die Latte hier. Und wir kassieren das 4:1. Wird vermutlich die Konsequenz sein, denn ich habe doch nicht faul gemacht. Du Logan. 11 Meter gegen uns. Verwandelt. 4:1 für Eltersdorf. Hier wird es jetzt eine kleine Demontage. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja gut. Hier geht es jetzt in diesem Spiel nur noch um Schadensbegrenzung. Hier werden wir nichts Zählbares mehr mitnehmen. Ja, sieht alles nicht gut aus. Also wir haben in der Hinrunde wirklich genial gespielt. Lange auf Platz 1 gestanden und dann kommt irgendwann der Einbruch und seitdem läuft es einfach nicht konstant. Okay, es läuft konstant, aber halt konstant schlecht, ne? Da fehlt diese Nachhaltigkeit, auch mal hier in der Rückrunde das Glück zu haben, die Spiele zu gewinnen. Hier wird nicht mehr viel passieren in dieser Partie. Justin Bieber kann da auch nichts mehr dran ändern. Ja, und Schulz spielt einfach den Ball zurück zu lang. Also, was das hier wieder für eine KI ist, da habe ich echt keinen Plan. Ich kann es auch nicht verstehen, dass die Leute von Soccer Lobby so solche FM-Suchti sind. Mit der KI, da bekommt man doch graue Haare. Stahl. Und beinahe das 5:1. Aber noch abgewendet hier. Komm, pfeif einfach ab. Dieses Debakel hier müssen wir schnell abhaken. Den Gefallen tut er uns. Und damit haben wir dieses Spiel hinter uns gebracht. Ach. Ja, Kacke, ne? Ergebnisse. Und es geht immer weiter nach unten. Es ist Platz 9 nur noch. Und wir sind jetzt schon 8 Punkte von Platz 1 entfernt. 6 Punkte von Eltersdorf. Wird schwierig. Wird sehr, sehr schwierig. Da muss jetzt hier natürlich wieder diese Konstanz rein. Und ich hoffe, dass wir sie wieder gewinnen können im Spiel gegen 60 München 2. Ist auch ein wichtiges Spiel. Direkte Tabellennachbarn. Wenn wir verlieren, ziehen die an uns vorbei und dann ist es wieder nur noch ein zweistelliger Tabellenplatz. Also da muss wirklich was passieren. Und ich hoffe, da tut sich jetzt auch mal was. So, wir stellen das Training ein, quatschen mit ein paar der Jungs hier mal kurz. Bevor wir uns dann den Löwen stellen.
Die Teamdynamik ist richtig im Arsch. Die war, glaube ich, mal zwischenzeitlich um die 200 und ist jetzt bei minus 51. Also da geht es wirklich den Bach runter im Team. Ich denke schon darüber nach, hier eine Krisensitzung anzusetzen. Vielleicht auch hier irgendwie Dingens, Vergnügungspark, wie auch immer. Aber hier muss einfach ein Wind durch die Mannschaft gehen. Weil so wird dann nichts. So wird dann nichts, Freunde. Und ich glaube, das mache ich nämlich auch. Ich würde hier zum nächsten Kurztrainingslager ansetzen. Dann am Donnerstag mit der Mannschaft essen gehen. Und dann am Freitag eine Krisensitzung abhalten. In der Hoffnung, dass sich das Ganze dann auch bemerkbar macht im Spiel gegen 60 und darüber hinaus. So, Lidl, ja, dann nehme ich den halt nicht, den jungen Spieler. So, das Kurztrainingslager ist vorbei, der Restaurantbesuch auch die Krisensitzung. Da bin ich mal gespannt, ob sich da was Positives bewegt hat im Team. So. Kurztrainingslager auf jeden Fall gut angekommen. Auch der Restaurantbesuch und die Krisensitzung. Also eigentlich hier Jackpot. Jetzt muss ich das wirklich noch im Spiel bemerkbar machen. Und da sehen wir dann in der nächsten Partie. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.